Mach es dir bequem. Schließe deine Augen und gehe mit den Elefanten gemeinsam auf eine Reise. Atme dazu ganz tief ein und wieder aus. Einatmen und ausatmen. Mit jeder Ausatmung sinkst du jetzt tiefer und tiefer in deine Innenwelt hinein. Mit jeder Ausatmung kommst du jetzt mehr und mehr bei dir an. Du lässt deine Gedanken ziehen, hältst nicht an ihnen fest. Und mit jeder Ausatmung sinkst du jetzt noch tiefer und tiefer in deine Innenwelt hinein. Mit dem nächsten Atemzug zeigt sich dir ein Bild in den Weiten Afrikas. Du befindest dich jetzt in der weiten Steppe wieder. Spürst die Sonne auf deiner Haut und den sanften Wind, der deine Haut etwas abkühlt. Du siehst jetzt, wie langsam ein Elefant auf dich zukommt. Er wirkt friedlich. Und obwohl seine Größe monströs ist, hast du keine Angst. Er kommt langsam näher. Und bleibt circa einen halben Meter vor dir stehen. Er schaut dich an mit seinen klaren Augen. Sein Blick trifft deine Seele. Komm ganz tief in dir an. Er beginnt ganz langsam mit seinem Rüssel Kontakt zu dir zu suchen. Und vorsichtig streichelst du sanft seine Haut. Er fühlt sich weich an, ganz anders
als du es dir vorgestellt hast. Du siehst jetzt, wie er sich klein macht. Er legt sich auf die Erde und er bittet dich, auf ihm Platz zu nehmen. Du kletterst jetzt auf seinen Rücken und spürst, wie er sich langsam erhebt. Mit jedem Schritt, den er geht, spürst du die Verbundenheit zur Erde. Mit jedem Meter, den er läuft, merkst du die Einheit von Leben zur Mutter Erde. Ganz sachte und langsam in seinem Rhythmus schreitet er durch die Weiten der Savannen. Du merkst jetzt, wie du mit jedem Schritt mehr im Rhythmus des Elefanten verschmilzt und durch seine Beine den Kontakt zur Mutter Erde herstellst. Du nimmst die Energie der Erde mit jedem Schritt mehr und mehr in deinem Körper auf. Du merkst, wie sich dein ganzer Körper aufrichtet, wie du mehr und mehr präsent bist. Und mit jedem Schritt, den du getragen wirst, mehr bei dir ankommst. Es ist ein schönes Gefühl, zentriert zu sein, die Verbundenheit zu den Tieren und der Erde zu spüren, die Natur mit all ihrer Schönheit wahrzunehmen. Dieses Gefühl breitet sich jetzt mehr und mehr in deinem Inneren aus. Es kommt ein Gefühl von Freiheit auf, von Glückseligkeit, von Allliebe, der Verbundenheit zu jedem und allem, was ist. Sanft schreitet ihr weiter. Und noch einmal genießt du diese Verbundenheit. Mit diesem Tier.
rote Elefant bleibt stehen. Er macht sich wieder klein und er bittet dich, jetzt von seinem Rücken zu steigen. Du streichelst sanft seinen Rüssel und du bedankst dich bei ihm für diese wunderschöne Erfahrung, für diese tiefe Verbundenheit mit ihm und der Mutter Erde. Er sagt dir, dass du zu jeder Zeit wiederkommen kannst, wann immer es in deinem Leben hektisch und unruhig ist und du gänzlich aus deiner Mitte gefallen bist. Er hilft dir dabei, deine Stabilität wiederzufinden, dich selbst wieder zu spüren. Und du merkst es jetzt, dass sich etwas in dir verändert hat. Denn du nimmst jetzt deinen Körper wieder ganz bewusst wahr. Du spürst die Verbundenheit mit der Erde. Mit der Natur und mit allen Lebewesen, die auf der Erde wohnen. Der Elefant zieht jetzt wieder seines Weges. Und du genießt noch einmal die Schönheit Afrikas. Und mit der nächsten Einatmung kommst du jetzt in deinem eigenen und ganz persönlichen Rhythmus wieder ins Hier und ins Jetzt zurück. Mit jeder Einatmung kommst du jetzt wieder ganz bei dir an. Du nimmst deine Umgebung wahr, und du spürst dich mit jeder Faser, mit jeder Zelle deines Seins.